Immer wieder bekomme ich die Anfrage, sinngemäß, dass, wenn heute alles so interessant ist mit wieder zurückkehrenden Wölfen nach Deutschland, die sich von alleine ja auch weiter ausbreiten, und es wird spannend sein, denke ich, zu gucken, wie viele neue Meldungen über Welpengeburten wir dieses Jahr haben oder wo sich Wölfe einfinden oder zeigen, wo sie vorher noch gar nicht gesichtet wurden, ist jedoch die Frage, warum hat man sie denn dann erst im Mittelalter ausgerottet? Wenn das heute alles so toll ist, warum hat man sie ausgerottet? Der Grund liegt darin, dass im Mittelalter, und das ist eine Entwicklung, die über Jahrzehnte und teilweise ja auch wenige Jahrhunderte sich so zugetragen hat, ganz andere Randbedingungen hier in Deutschland herrschten. Hinter mir ist so eine wildnisähnliche Landschaft gewachsen, hier bei uns im Gehege. Seinerzeit, in dem Moment, wo der Mensch vom Jäger und Sammler in die Sesshaftigkeit, also das nomadisierte Leben, aufgegeben hat, wechselte, fing er an, Wälder zu roden, Ackerboden zu entwickeln. Natürlich waren das kleine Flächen, aber mit der Zunahme der menschlichen Population in der Fläche, mit der Zunahme der Waldrodungen bzw. der Veränderungen in der Landwirtschaft bzw. in der Landschaft, hat man eben auch festgestellt seinerzeit, mit Forschungen, die das heute belegen, dass die Wildtierbestände seinerzeit im Mittelalter lange nicht so hoch waren wie heute in unseren Zeiten. Darüber hinaus war das auch die Zeit, wo immer mehr Nutztiere in Form von Schafen, Ziegen, Rindern, vielleicht Pferde von den vielen, vielen Bauern gehalten wurden, die ihnen natürlich das eigene Überleben sicherten. Auch Zwangsabgaben waren zu leisten an den hohen Adel. Übrigens war es der hohe Adel alleine, der jagen gehen durfte. Und nach und nach, wie eingangs gesagt, über Jahrzehnte steigerte sich diese Randbedingungen immer mehr in eine Konkurrenzsituation zwischen den Bauern und den Wölfen hinein, weil Wölfe mehr und mehr gezwungen waren, von den Wildtieren Abstand zu nehmen und sich auch durchaus im größeren Rahmen an den Nutztieren zu orientieren. Dass das, wenn die wirklich wichtige Lebensgrundlage für die Bauern durch die Wölfe gerissen wurden, also massive Schäden angerichtet haben, dass das nicht gerade auf Freude bei den Bauern stieß, ist selbstredend. Heute, nach über 100 Jahren, wo die Wölfe sich wieder ausbreiten, finden wir in unserer Landwirtschaft ganz andere Rahmenbedingungen wieder. Wir haben große Mastbetriebe, wo Schweine und Hühner gemästet werden, damit wir sie eben als Menschen verzehren können. Auch im Bereich der Milchviehwirtschaft scheint sich dieser Tage einiges zu verändern. Die Ställe werden immer größer, immer mehr Kühe, die durchaus auch da weniger das Tageslicht zu sehen bekommen. Das heißt, die Weidehaltung wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenigen Jahrzehnten auch, vermute ich, deutlich verändern, so dass diese Randbedingungen sich auch für Wölfe deutlich verändern. Was allerdings nicht bedeutet, dass Wölfe in Einzelfällen durchaus weiterhin auch im Bereich der Hausnutztiere sich umgucken werden, insbesondere bei Schafen. Liebe Zuschauer, wenn auch Sie Fragen haben rund um das Thema Wölfe in Deutschland, freuen wir uns, wenn Sie uns diese unter info@wolfcenter.de stellen, damit wir diese in einem nächsten Video für Sie beantworten können.